Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raft. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben unser Fluss schon ganz schön ausgebaut und ich sehe gerade, dass wir gar keinen Haken mehr haben. Ist der in der letzten Folge kaputt gegangen? Also muss er ja, aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Schnell einen neuen gecraftet und weiter geht's. Hallo, was ist hier los? Gib mir doch mal die Planke jetzt. Das Spiel mag mich heute nicht. Dann holen wir uns das Fass. Ich habe tatsächlich verlernt, den Haken zu werfen, ne? Mal einen Tag Pause zwischendrin und zack. Oder zwei Tage. Weiß es gar nicht. Zwei Tage Pause. Und zack, schon wieder verlernt, wie man das Spiel hier spielt. Gar nicht so geil. Aber dafür jetzt einen doppelten rangeholt. Das macht alles wieder gut. Wir hatten vor uns in der Folge hier richtig schön ein kleines Dach zu bauen, damit die Möwen uns nicht weiter attackieren. Aber bevor wir das machen, müssten wir erstmal angeln, weil wir langsam Hunger kriegen. Haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber früher oder später wird es passieren, dass unser Magen knurrt. Und da ist doch schön, wenn wir schon mal einen Fisch in der Hinterhand haben. Vielleicht auch in der Vorderhand. Jawohl, und das Fass haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ganz viel Holz und ganz viel Kunststoff. Denn ohne das läuft hier so gut wie gar nichts. Wir hauen bloß schnell mal hier den Fisch. Ach, wir haben gar keinen Fisch. Wir haben den alten Schuh geangelt. Na super. Und den auf den Grill werfen können? Ich glaube fast nicht. Ha, war doch geil, ohne hinzugucken. Musste die Blamage vom Anfang dieser Aufnahme erstmal wieder reinholen und euch beweisen, dass ich immer noch der Master des Anglerhakens bin. Nee, schön, schön. Der Hai hat... Ich habe ihn lange nicht gesehen. Guck mal hier, da kommt er vielleicht. Nein, nicht unterm Floß. Wir hängen unterm Floß fest und jetzt kommt der Hai. Ach, so war das eigentlich nicht gedacht. Ich sollte nicht mehr so einen Müll hier riskieren, wie gerade eben. Ich wollte bloß mal gucken, wo er ist. Ja, sein können, dass er uns vergessen hat. Da wäre das Spiel doch nur halb so witzig. Na, gib her. Jetzt haben wir's. Jetzt sollten wir aber langsam mal angeln. Und unsere Angel ist kaputt. Na super. Zum Glück haben wir genügend, um uns was Neues zu bauen. Ansonsten wäre das schon wieder eine doofe Situation gewesen. Ich meine, wir haben noch ein bisschen an Früchte im Lager. Aber trotzdem. Es geht doch nichts über einen schönen gegarten Fisch. Bitte eine Makrele. Oder einen Buntbarsch. Und was haben wir? Eine Seebrasse. Ja, die ist auch okay. Die gibt relativ viel Leben. Jetzt wollte ich gerade das Holzstück angeln. Leider nicht so ganz geklappt. Ah, dann angeln wir uns einfach noch einen zweiten Fisch. Dann hauen wir den einen schon mal auf den Grill. Und in der Zwischenzeit können wir dann schon mal den nächsten angeln. Und ein Fass kam auch noch zur richtigen Zeit. Ach, das läuft doch heute wieder alles wie am Schnürchen hier. Wir müssen schon fast wieder ein neues Lager bauen. Was können wir denn? Können wir den alten Schuh anziehen? Wir haben ja hier unten so eine Plätze für Klamotten. Könnten sie darin etwas pflanzen in einem alten Schuh? Okay. Komisch. Ja, cool gewesen. Vielleicht hätten wir uns den anziehen können. Aber leider nein. Wir werfen nochmal die Angel aus. Wir holen uns jetzt noch ein, zwei Fische ran. Dann looten wir noch etwas und dann fangen wir mal an, das schöne Dach hier zu bauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das jetzt fertig kriegen in der Folge. Generell, wie viel Materialien das kosten wird. Und dann können wir endlich anfangen, unsere eigene Gemüsefarm aufzuziehen. Da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf. Endlich nicht mehr abhängig vom Angeln. Die Planke noch und dann geht's los. Reicht dann. Wir hauen noch schnell einen Fisch hier einmal hinein. Und noch einmal in den Rachen hinein. Eventuell müssen wir noch mal schnell was trinken. Planke war alle verdammt. Und hier haben wir dann noch den nächsten Fisch. Okay, lasst uns mal schauen. Wir haben... Ja, nein, das Ding wollte ich. Holzdach, Ecke, Holzdach. Ah nein, ich will nicht so ein schräges Dach.
dachte eigentlich, wir können doch auch mehrere Etagen bauen. Dann ist es vielleicht kein... Wo ist er? Lass mich doch mal in Ruhe. Seht mal, er ist schon ganz schön geschwächt. Ich glaube, beim nächsten Mal könnten wir ihn fast kriegen. Ja, ich wollte gar nicht so richtig ein Dach, sondern eigentlich bloß noch so, nochmal Holzboden, so wie zweite Etage. Das müsste doch eigentlich funktionieren. So, entweder ist es doch das normale, aber Foundation wird nicht gehen. Nö, geht natürlich nicht. Was haben wir hier noch? Erhöhter Boden, Holzboden. Holzboden, okay. Holzboden ist es und der kostet, 4. Können wir gerade mal 10 Stück machen, das wird ja im Leben nicht reichen. Wir haben ja 4 und 5, das heißt 20 von den guten Holzböden müssen wir bauen. Hä? Ah doch. Hier. Und zack. Und hier. Warum visiert er denn immer außen an? Und zack. Und zack. Na komm. Ach, geht das nicht? Können wir jetzt nur die Umrandung bauen oder wie? Brauchen wir noch? Ah, wir brauchen bestimmt noch eine Säule. Kostet nochmal 2 Planken und 2 Nägel. Oh Mist, das wird ein ganz schön teurer Spaß, den wir uns hier gerade bauen wollen. Und hier haben wir die Fundamentrüstung. Das können wir dann schön dran bauen, damit der Hai sich die Zähne ausbeißt. Na gut, dann lasst uns erstmal die Umrandung bauen. Und dann gucken wir mal, wie viele Säulen wir noch brauchen. Wir schaffen es ja sowieso nicht, hier fertig zu bauen. Da brauchen wir noch viel, viel mehr Loot. Aber hier sind gerade ein paar Holzplanken. Die können wir doch erstmal mitnehmen. Ach, ist das nicht schön. Guck mal, was aus unserem kleinen Viereck, was es am Anfang war, mittlerweile schon geworden ist. Und das wird noch um einiges cooler, glaubt mir das. Haben wir jetzt noch einen Platz im Inventar frei? Ja, haben wir noch. Okay. Weil ich glaube, fast beim nächsten Angriff wird der Hai dran glauben. Und dann brauchen wir... wir haben eine Insel. Wollen wir nochmal einen Wurfanker bauen? Die Insel besuchen, weil da können wir auch eine ganze Menge Planken wiederholen. Jo, das machen wir doch. Wo haben wir es denn? Hier, Wurfanker. Ein paar Seile. Sehr schön. Ja, die kommt doch ganz gelegen hier. Einmal hier hin. Ah, wir müssen nur gucken, wir dürfen wirklich nicht stranden an dem Ding. Wird den schon fast hier ankern. Dann schwimmen wir halt noch ein kleines Stück. Aber Hauptsache, das Ding bleibt nicht, ist nicht komplett da vorne dran. Jo, so passt es. Sag mal, das kleine Stück, so schnell ist der Hai, glaube ich, nicht. Nö. Guck mal, kleines Fass noch mitgenommen. Ah, wir müssen erstmal noch schnell was trinken. Und natürlich auch was essen. War noch nicht mal fertig gegart hier, schade. War ja gar keine Flüssigkeit drin. Oder haben wir sie gerade genommen und kippen jetzt Süßwasser weg? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir das nicht sehen. Wir probieren es mal. Ach, shit. Und es war natürlich kein Süßwasser drin und jetzt sind wir kurz vorm Verdursten. Na, füll's doch ein. Jetzt mit Süßwasser füllen. Das hat einfach nur rumgebackt. Fragt mich bitte nicht, warum. Obwohl, das Süßwasser ist dann hier drüben drin, ne? Ah, jetzt, ich glaube, man sieht's doch. Also man sieht's in der Tasse hier selber nicht. Aber das Salzwasser wird dann gereinigt. Ich denke mal, das verdampft oben an das Blatt dran und wird dann hier wieder runtertropfen. Also so ist es wahrscheinlich gedacht. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, dass sich dann rechts diese kleine Tasse hier noch füllt. Okay, wir haben erstmal genug. Hatten wir... Ne, wir hatten noch kein drittes Lager gebaut, bloß 2, ne? Aber mittlerweile haben wir ja von fast allem etwas. Das heißt, wir können gut übereinander stapeln und damit sollte das doch kein Problem weiter darstellen hier. Dann machen wir einmal hier auf die Insel, fangen an ein paar Bäume zu hacken, dann kriegen wir genügend Planken, damit wir unser Dach weiter bauen können. Für die Säule brauchten wir noch Nägel. Das heißt, wir brauchen Schrott, aber ich glaube Schrott haben wir relativ viel und wir kriegen ja immer 3 Nägel aus. Aus einmal Schrott? Ja, ich glaube aus einmal Schrott 3 Nägel. Das ist eigentlich ganz gut. Gelbe Blume. Ja, wir nehmen sie jetzt erstmal. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir hier finden.
Und dann werden wir eventuell, wenn wir das Holzdach fertig haben... Boah, schaut mal, wie geil das schön aussieht. Gerade hier mit dem Sonnenuntergang. Guckt doch mal, ist das nicht schön? Und der Möwe oben. Ach. Ein Bild wie aus dem Bilderbuch. Dann werden wir eventuell mal nach dem Dach einen Forschungstisch bauen. Und mal gucken, was alles noch so kommt, weil die kleinen Lager gehen mir etwas auf die Nerven. Ich hätte gerne was Größeres. Oh nein, was haben wir jetzt? Planke verloren. Und die ist, nein, Planke. Dann hau ich lieber, was hau ich weg? Haben wir was, was wir essen können? Nö, dann hau ich den weißen Samen weg, aber eine Planke lasse ich ganz bestimmt nicht liegen. Ganz bestimmt nicht. Rote Blume. Jetzt sind wir hier mitten in der Nacht auf so einer einsamen Insel. Ist schon ein bisschen gruselig. Ah, was haben wir jetzt? Blauer Samen. Ja, naja. Melone? Haben wir auch keinen Platz mehr für, ne? Nö, wir müssen erstmal... Oh, hier ist eine Truhe. Geil. Hoffentlich bleibt die noch kurz dort. Nicht, dass die jetzt auf einmal von alleine Beine kriegt und wegrennt. Ich muss nämlich erstmal ein bisschen Loot loswerden. Und eventuell bauen wir uns gleich mal noch ein Lager. Ich guck mal. Na. Hi, hi. Wo ist er? Wo ist er? Nein, vergiss es. Vergiss es. Und wer, der stirbt jetzt. Na klar, stirbt er jetzt. Und wir haben kein Loot frei. Aber er treibt nicht weg. Ach, bleib kurz da. Hi. Mist. Nee, jetzt hau ich erstmal schnell das hier weg. Und jetzt hau ich so ein Seil weg. Mir egal, ich brauche den Hai. Ich habe Angst, dass der wegtreibt. Rohes Haifleisch, rohes Haifleisch. Nochmal. Viermal insgesamt. Und ein Haikopf. Ist das nicht geil? Guckt mal. Können wir mit tauchen gehen und ein paar Leute ärgern. Sehr schön. Ach, ey, dieses ständige Lootmangel. Ich muss jetzt nochmal kurz was wegwerfen. Den alten Schuh werfen wir weg. Jetzt bauen wir uns noch ein Lager. Dann müsste es aber doch langsam mal reichen, oder? Lager tauschen wir mit Kartoffeln. Und Lager bauen wir einmal hier schön daneben. So. Passt. Und jetzt... Weg mit dem Zeug. Ich gucke dann gleich nochmal, was wir jetzt doppelt hatten und wo wir übereinander stapeln können. Möchte es jetzt erstmal nur schnell weghaben, bevor wir hier wieder die Sachen verlieren. Hier kommt einmal ein bisschen Wasser angespritzt und zack ist das Zeug weg. Ihr wisst es ja. Gebratenen Hering nehmen wir auf. Den essen wir schnell noch. Ich tausche den mal gegen den Haikopf. Weiß gar nicht, ob wir den Haikopf grillen können. Also das Haifleisch auf jeden Fall. Können wir den Haikopf auch grillen? Nö. Okay, ich weiß noch nicht genau, was wir damit machen können. Wir packen ihn erstmal beiseite. Einmal Haifleisch drauf und Haifleisch bringt richtig, richtig viel. Das ist tatsächlich richtig cool, dass wir das haben. So, den Schuh hier rüber und dann sind wir auch schon wieder voll. Das ist halt echt ganz schöner Mist. Wie viele verschiedene Sachen gibt es denn? Das können wir einmal wegnehmen, das haben wir doppelt. Wir müssen doch auch bestimmt Kartoffeln doppelt haben, oder? Jo, da haben wir Kartoffeln. Also nehmen wir die nochmal mit. Packen die mit hier drauf. Das können wir hier hinpacken. Planke kommt hier rüber. Das machen wir so. Stein haben wir doch bestimmt auch hier drin, oder? Gar nicht. Haben wir so viel Stein schon verschwendet? Oder verbraucht? Anscheinend. Wir könnten jetzt eigentlich mal... Ah, ist gerade schade, dass es so dunkel ist, aber der Hai ist ja weg. Oh, ich muss schnell was trinken. Ja, tatsächlich, hier drüben ist dann voll, alles klar. Und dann könnten wir jetzt eigentlich mal eine Runde tauchen gehen, aber hier unten ist ja eh immer gleich dunkel, oder? Dann lasst uns hier mal schnell noch ein bisschen Schrott sammeln. Natürlich auch noch andere Sachen, die wir finden, Kupfer, Sand und so weiter. Ist das hier Kupfer? Ja, ne? Gucken mal. Ne, Stein, okay. Das lässt sich relativ schwer unterscheiden. Oh, wir müssen hoch, wir brauchen Sauerstoff. Schnell. Atme. Ein und weiter geht's. Noch ein Stein. Hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Wir nehmen das jetzt alles mit. Ich weiß halt nicht genau, wie lange der Hai wegbleibt. Aber einmal beißen geht schon. Das überleben wir. Und weiter. Stein, sehr geil. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man sollte das idealerweise wirklich so abpassen, dass man den Hai tötet. Oh, wir müssen hoch. Dass man den Hai tötet, wenn man an der Insel ist. Ah, okay. Der ist ja wirklich gar nicht so lange weg.
Gut, dann brauchen wir es auch nicht unbedingt abpassen. Dann sollte man vielleicht doch eher mal so einen Haiköder bauen. Das geht nämlich auch. Ich habe es bloß noch nie gemacht. So, Planke drunter und hier nochmal Planke drunter. Wir packen wieder ein bisschen Wasser rein. Und dann gucken wir mal. So, wir haben anscheinend Sand. Verwandelt sich beim Schmelzen in Glas. Okay, also ist es tatsächlich für Glasproduktion da. Ich dachte es mir fast. Für was ist es auch sonst gut, außer für eine Sanduhr? Oder wenn wir uns eine eigene Insel vielleicht ja aus dem Meer holen wollen oder aufschütten wollen. Oh, der Wellengang ist gar nicht so geil. Es braucht ganz schön lange, das Haifleisch, habe ich das Gefühl. Aber okay, es sättigt ja auch viel. Da darf es auch ruhig etwas länger. Wir angeln mal nebenbei noch einen Fisch. Dann gehen wir weiter auf die Insel. Wir haben die Kiste da oben noch liegen. Die wollten wir ja unbedingt holen. Aber gerade jetzt mit dem Haifleisch und jetzt noch einen Fisch mitgeangelt, da sind wir erstmal so lange versorgt. Das ist richtig, richtig gut. Da werden die nächsten Folgen sehr, sehr entspannend, weil wir nicht die ganze Zeit aufs Essen gucken müssen. Egal, wir laufen jetzt erstmal hier hoch. Inventar ist ja wieder einigermaßen frei. Jetzt nicht unbedingt sehr frei, aber einigermaßen frei. Und dann schauen wir mal, was wir hier in der schönen Kiste hier oben versteckt haben. Ich hoffe doch, seltene Schätze. Oh, hier, Melone. Nehmen wir auch mit. Schwarze Blume. Ich mag die Blumen nicht. Die machen mir das Inventar voll. Wo ist die Kiste? Die war doch hier oben, oder? Sag nicht, die ist jetzt wirklich weg. Ach nein, hier. Wow, Planke, Planke, Seil, Planke, Bolzen, Seil. Jawohl, das hat sich richtig gelohnt. Haben wir auch eine kleine Aussichtsplattform hier. Sehen wir bloß nicht so viel. Eine Ananas. Und da ist das Inventar schon wieder so gut wie voll. Ja, können wir gerade nicht ändern. Egal, wir hauen den Baum kaputt. Ach, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Es könnte gerade nicht besser laufen. Okay, das können wir nicht kaputt machen. Hier oben sind wir dann durch. Hier ist auch kein Bäumchen mehr. Hier unten war, glaube ich, auch kein Bäumchen weiter. Oder? Nö. Lasst mich nochmal hier hinter gucken. Aber hier auch nicht. Also sind wir eigentlich so gut wie durch. Aber was heißt so gut wie? Wir sind durch mit der Insel. Aber sie hat uns ja einiges gebracht. Ach, und der schöne Sonnenaufgang. Ich mag schöne Sonnenaufgänge im Spiel. Also in Realität auch, aber im Spiel natürlich noch viel mehr. Da braucht man nämlich nicht rausgehen zu komischen Uhrzeiten. Zu unchristlichen Uhrzeiten. Wenn die Sonne aufgeht. Außer im Winter. Da geht's. So, genug gequatscht. Wir wollen Haifleisch, genau. Gegarter Hai. Ach, wir haben schon wieder nichts mehr voll im Inventar. Naja, dann haue ich mir vorher meine Kokosnuss rein. Und jetzt nehmen wir den gegarten Hai. Hey, nimm ihn doch. Haben wir? Jetzt guckt mal unten links, wie viel das bringt. Das ist doch mal mega geil. Vielleicht der nächste drauf. Noch eine Tasse schönes, süßes Wasser. Und dann können wir hier eigentlich wieder weg. Obwohl die Flut gerade echt stark ist und uns wahrscheinlich komplett hier rüber treibt. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir noch kurz warten, bis die Flut besser wird. Naja, komm, dann warten wir noch kurz. Wir haben ja gerade echt genügend Zeug bekommen, dass wir jetzt nicht unbedingt die große Hektik haben, hier weiterzumachen. Holzboden. Und hier noch ein. Und hier. Oh nein, jetzt haben wir dort eingebaut. Hier noch ein. Jetzt haben wir einmal die Umrandung. Und jetzt müssen wir mal mit der Säule gucken. Holzsäule oder halbe Holzsäule? Ich denke mal, wir brauchen eine große. Ja, das sieht gut aus. Und wir brauchen Nägel. Wir machen mal... Naja, wir machen uns einfach mal neue Nägel. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Truhen im Weg sind. Wir könnten hier eine hinbauen. Hä, gerade ging es doch noch. Ah, jetzt. Und dann... Oder wir bauen hier eine hin. Ach, geh doch weg. Wo ist er? Ach, hat's schon abgebissen.
man ganz, ganz spät erst gehört. Jetzt lasst mich mal überlegen, was macht denn so eine... um wie viel Dinger drumherum können wir dann bauen? Ich baue jetzt mal eine hier hin. Mal gucken, ob wir jetzt insgesamt 4 Stück drumherum bauen können. Dann wäre es ja besser, wenn wir die mittig stellen und nicht direkt an die beiden hier drüben ran. Wo ist der Holzboden? Hier ist er. Ja, alles klar. Also es ermöglicht uns 4. Das heißt 1, 2, 3, 4 und dann hier nochmal hin und dann passt das ja schon. Perfekt. Eigentlich verschwenden wir dann sogar 2. Weil da noch 2 mehr mit hinpassen würden. Aber egal. Wir haben bloß gar keine Holzplanken mehr. Das ist gerade nicht so schön. Die See hat sich etwas beruhigt. Haben wir denn eigentlich einen Paddel? Also wir hatten einen, oder? Ist der schon kaputt gegangen? Wo ich mich jetzt gar nicht dran erinnern könnte, dass wir den so oft benutzt haben. Hier reingeworfen haben wir auch nicht. Oder haben wir noch gar keinen gebaut? Nein, wir hatten einen gebaut, oder? Ich weiß es nicht genau. Ist ja aber auch alles nicht so schlimm. Dann bauen wir uns halt noch einen. Aber wir sind ja schon von der ersten Insel so ein Stück rüber gepaddelt. Also ich glaube, wir hatten einen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier wieder anfangen, Sachen übereinander zu legen, damit es nicht so viel Platz wegnimmt. Also Samen haben wir auf jeden Fall. Ach nein, das sind andere, aber die passen hier drauf. Wassermelonensamen haben wir anscheinend noch gar nicht gehabt. Schwarze Blume haben wir auch. Hier haben wir Rüben und Kartoffeln. Oh, schaut mal, wie viel wir schon davon haben. Richtig, richtig cool. Palmsamen und weiße Blume habe ich aber gerade alles nicht. Bolzen, es wirkt wie eine dicke Schraube. Ja, ist ein Bolzen meistens. Gut, wir können nicht wirklich sehr viel mehr Platz im Inventar schaffen. Dann bauen wir jetzt erstmal schnell den Paddel. Legen uns den hier unten hin. Ah, ich würde mal noch schnell was essen. Achso, es ist noch gar nicht fertig, okay. Rechts oder links vorbei? Ich glaube, links ist kürzer, ne? Und die Flut geht auch ein bisschen in die Richtung. Also, wir werden das einmal hier abmachen. Schnappen wir uns ein Paddel und dann machen wir hier rüber, bitte. Nicht hängen bleiben an der Insel. Einfach hier dran vorbei. Komm schon. Nein, nicht hängen bleiben. Du schaffst das. Okay. Und dann sind wir hier wieder im Müllstrom. Das ist doch eine schöne Sache. Wir haben fast keinen Haken mehr. Oh, wir brauchen unbedingt eine Holzplanke, sonst haben wir ein Problem. Und keine gerade in der Nähe. Dann müssen wir warten. Da drüben. Komme ich da ran? Ich glaube fast nicht, dass wir so weit kommen. Oder? Nee. Aber wir könnten es noch schaffen. Ja, ich glaube, jetzt schaffen wir es. Komm schon. Nein, aber die dahinter vielleicht? Bitte, bitte, bitte. Ach, Mist. Gib mir jetzt die Holzplanke, mein Freund. Wir brauchen eine, ganz dringend. Jo, danke. Und dann krallen wir uns die Kunststoff noch und dann ist der Haken wahrscheinlich auch gleich kaputt. Oh, Alter. 1, 2, 3, 4, 5 Fässer. Wie viel Glück kann man denn haben? Das Spiel meint es wirklich gut mit uns. Die holen wir uns alle. Obwohl der ganz rechts vielleicht knapp werden könnte. Ja, sehr geil. Also die 3 kriegen wir auf jeden Fall. Die hier drüben auch. Und notfalls schwinge ich nochmal das Paddel an. Damit wir die 4. noch kriegen. Die 5. meine ich natürlich. 5 Fässer, geil. Und ich habe jetzt hier nicht so viele verschiedene Sachen drin, dass unser Inventar nicht so voll wird. Okay, jetzt geht's noch. Ja, wir nehmen erstmal schnell die Planke auf. Nein, nein, unser Haken ist kaputt. Schnell, mach doch einen neuen. Ach Mist. Ja, der Hai ist mir gerade egal. Wir müssen die Fässer jetzt mitnehmen. Das ist gerade um einiges wichtiger. Hier ist noch ein Fass.
Ja, hey, beiß dich ruhig dran kaputt. Ist mir ganz egal. Hier, das Stück hier noch. Come on. Nein. Komm her jetzt, Fass. Jawohl. Und dann. Wo ist das andere? Hier drüben. Komm, Paddel. Wir müssen mal ein kleines Stück. Weit ist es nicht. Geilo, 5 Fässer. Schaffen wir das? Ach Mist, weiter paddeln, los, nein, ach shit. Ach Mist, nein, ich möchte das Fass nicht alleine lassen. Also, nicht alleine, mir ist egal, ob es alleine ist, aber ich hätte es gern bei mir. Naja, wir paddeln mal entgegen. Auch wenn das ganz schöne Paddelverschwendung ist. Aber ich hatte es mir als Ziel gesetzt. Wir könnten bestimmt auch schnell hinschwimmen. Aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Komm. Oh, jetzt kommen wir gar nicht mehr voran. Oder nur ganz wenig. Wir können auch ein Stück seitlich. Ja, und gleich können wir. Gleich können wir. Wir müssen dann nur schnell sein. Oh, was denn jetzt? Ah, wir haben Durst ohne Ende. Mist. Ja, damit. Jawohl. Nein. Ah, ich wollte das Holz noch mitnehmen. Schade. Na gut. Und da war nur eine Planke drin. Ach, Menno. Und das Inventar ist schon wieder voll. Wir müssen mal schnell 2 Ananas essen. Und danach noch so einen schönen Haifisch. Ach, immer noch nicht. Wir brauchen hier gefühlt 800 Planken, um ein so ein Stück Haifisch gar zu kriegen. Haben wir nichts? Nee, ich habe anscheinend noch Dings drin. Möchte kein Salzwasser. Ja, damit. Jo. Kunststoff wird auch noch schnell gesammelt. Ja, dann können wir doch gleich weitermachen hier mit den Planken. Lasst mich mal gucken, wie viel Holz haben wir mittlerweile. Hier haben wir wieder Holzboden. Oh, 4 Stück gerade mal. Da hinten ist noch ein Fass. Naja, dann machen wir das hier noch schnell. Und dann ballen wir uns noch das Fass. Oh, hier ist schon wieder ganz schöne Flut. Zwei Planken drin, sehr schön. Die waren wichtig. Haben wir jetzt schon 2 Haie? Ach nee, das war die Schwanzflosse. Oh, ich dachte schon. Sah gerade aus wie 2 Haie. Das wird dann aber zu viel des Guten. Oh, ich hoffe nicht, dass hier teilweise noch 2 Haie kommen. Oder noch ganz andere. Fiese Lebewesen, die uns das Leben schwer machen. Kann der sich jetzt hier in die Ecke verbeißen? Das ist so eine Sache, die ich auch noch nicht weiß. Ich treffe nicht mehr. Jetzt aber. Das Kunststoff hätte ich gerne noch. Wo ist es denn hin? Ach, dort. Kriegen wir. Hä? Ach, das hätte doch die Holzplanke auf jeden Fall mitgerissen. Vielleicht nicht der Haken, aber die Planke. Okay, das Spiel möchte uns gerade etwas ärgern. Ich hätte ganz gerne noch den Dachboden, hätte ich schon fast gesagt. Ja, den. Wie nennen wir es denn mal? Die zweite Etage fertig. Unser Dach, obwohl es nicht wirklich ein Dach ist. Und ein Boden ist es auch nicht. Und ein Dachboden ist das falsche Wort dafür. Wir nennen es jetzt einfach mal die zweite Etage oder Überdachung. Überdachung. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Die sollten wir doch mal fertig kriegen. Wir sind nämlich schon wieder fast beim Folgenende. Ich glaube fast, wir schaffen das nicht mehr. Schade. Aber wir waren noch relativ lange auf der Insel. Haben aber auch eine ganze Menge schöne Sachen gefunden. Was wir mit dem Bolzen anstellen können, weiß ich noch nicht. Das versuche ich jetzt gleich mal herauszufinden, damit wir dann in der nächsten Folge Bescheid wissen, was da alles Schönes so mit machbar ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Forschungstisch wollten wir ja auch noch bauen. Ach, die Zeit, die vergeht hier immer so schnell, wie im Fluge, wenn man die ganze Zeit beschäftigt ist. Und noch ein Fass. Das Spiel meint es gerade wirklich gut mit uns. Also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Und wir werden gerade belohnt dafür. Los! Gib mir die Planke.
Sehr schön. Das Fass, kriegen wir das? Könnte. Jawohl. Haben wir auch noch geschafft. Das ist doch mal ein schöner Abschluss von der Folge. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst wie immer gern einen Daumen da, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in 2 oder 3 Tagen wieder. Wie gesagt, so alle 2, 3 Tage kommt eine Folge. Und dann würde ich sagen, bis dahin und macht's gut.